Und jetzt kommt der Schritt 3. Das ist die Blockzeit. Wir brauchen einen ganz klaren Zeitplan. Ich nenne das eine geblockte Zeit fürs Lernen. Und die müssen wir uns einrichten. Zum Beispiel, indem wir sagen, naja, ich lerne jetzt mal ein ganzes Wochenende. Oder 3 Tage auf irgendeinem Seminar. Oder einen Videokurs. Und dafür richte ich mir 1 Stunde pro Woche ein. Und diese Zeit, die muss ich dann aber auch in meinem Kalender blocken. Wir brauchen ein klares System, eine klare Strategie, wie wir diese 24 Stunden Lernzeit jetzt in unseren Zeitplan integrieren. Und dann sind wir schon bei Schritt 4. Der ist der wichtigste. Wir lernen immer nur genug, um uns dann selber verbessern zu können. Wir brauchen also nur so viel Lernen, das ist ungefähr 1 Stunde, bis wir anfangen können, schon mal irgendetwas zu üben. Und im guten Kurs ist es auch vorgegeben, was wir dann üben können. Also nur bis wir so viel Verständnis haben, dass wir anfangen können, uns selbst zu verbessern. Dann sind wir gewissermaßen Lehrer und Schüler in einer Person. Und Lernen bedeutet, ich kann eine Unterscheidung treffen. Ich habe so viel gelernt, dass ich schon spüre, ob das, was ich gerade mache, was ich also gerade übe, ob ich das gut mache oder nicht.